Hey Leute, willkommen bei Pandido und unserer Playmobil Feuerwehrgeschichte, der Kurzschluss. Mal sehen, was passiert. So Männer, das haben wir wirklich gut gemacht. Was haltet ihr davon, wenn wir jetzt ein Päuschen einlegen und zur Imbissbude fahren? Ich gebe Pommes aus. Yay, Pommes! Na dann, alle Mann einsteigen und los geht's. Oh, was sehe ich denn da? Da kommt die Feuerwehr. So, wir sind da, Leute. Was wollt ihr? Na, Pommes, wie du es versprochen hast. Ich auch, aber mit extra Ketchup. Alles klar, Manni, dann geh mal raus. Wir warten hier auf dich. Was? Wieso denn ich? Na, weil ich am Steuer sitz, Mensch. Ach Mann, immer ich. Moin, moin. Ich kann drei Mal Pommes zum Mitnehmen. Einmal mit extra Ketchup, bitte. Alles klar, ein klein wenig Geduld bitte, geht sofort los. Hihi, der Ausflug im Zoo war voll toll. Und ich habe noch diesen Ballon, yay, damit spiele ich jetzt ein bisschen. So, da wollen wir mal gucken, ich werde den erstmal irgendwie... Au, aua. Oh, was, nein, mein Ballon, nein, bleib hier. Mein schöner Ballon! Hä? Was knistert denn da? Oh mein Gott, das ist ja Feuer! Oh je, ich muss schnell weg! Ah, Hilfe! Ah! Oh mein Gott, ich bin vom Feuer eingeschlossen! Hilfe! Mami, Mami, Hilfe! Ja, die Renate, das glaubt man gar nicht. Jeden Sonntag will die da staubsaugen, also... Hier ist Hauptfeuerwehrmann Ben. Was kann ich für Sie tun? Hallo Ben, hier ist die Hauptzentrale. Du, es gibt einen Brand direkt bei euch in der Gegend. Fahr sofort hin. Alles klar, bin schon unterwegs. Wir müssen unverzüglich los, gibt einen Notfall. Ah, okay, was mit den Pommes? Vergiss die Pommes, Mensch, wir müssen Leben retten. So, bitteschön, hier sind schon mal zweimal Pommes mit extra Ketchup. Dritte kommt gleich. Ja, super, vielen Dank. Was? Hey, Leute! Was soll denn das nicht schon wieder? Hilfe! Ich hab Angst! Hilfe! Ach du heiliger Funkenflug, da ist ein Kind im Feuer eingeschlossen! Okay, wir können da nicht mit dem Wasserwerfer ran, sonst pusten wir sie glatt aus dem Bild. Schnapp du dir den Feuerlöscher und lösch das Gröbste. Kein Problem, Chef, hol dich sofort. Keine Sorge, Klein, ich bin schon da. So, komm her, keine Angst, ich trag dich raus. Ah, oh, danke, ich habe ja immer so Angst. Alles gut, du bist wirklich tapfer, halt durch. So, da wären wir. Alles in Ordnung, Kleiner? Ja, sie haben mich gerettet, oh Gott, ich hatte so Angst, vielen Dank. Wow, ich bin beeindruckt, Kollege, echt schnell geschaltet. Und nun zu dir, Manni. Manni? Wo ist Manni? Wo ist Manni? Sind wir noch in der Imbissbude? Ich glaube schon, Chef, du wolltest doch dringend los. Oh Mist, jetzt muss ich selber noch den Wasserwerfer anschmeißen. Na gut. Und Wasser am Marsch. So, das Feuerwehr gelöscht. Ist wirklich alles in Ordnung mit dir? Wie heißt du eigentlich? Ich bin Mimi. Na dann, Mimi. Wir bringen dich gleich zu deiner Mama und dann ist alles wieder gut. Keine Sorge. Chef. Da bin ich endlich. Fahrt doch nächstes Mal nicht ohne mich los, bitte. Oh, Manni, perfektes Timing. Gib mir mal eine Pommes rüber. Aber Chef, das ist meine Portion. Ah, nun habt euch mal nicht so. Hier, Mimi, Pommes für dich. Ah, danke. Sogar mit extra Ketchup.